Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 64 von Dwarf Fortress mit dem Phoebos Grafik Pack und dem Therapist. Und ja, wir sind drinnen. Letztes Mal haben wir hier dieses lecker, sag schon, Miasma gesehen. So, erstmal das Spiel wieder weiterlaufen, damit das Miasma sich ausdehnt und irgendwas war dahinter versteckt sozusagen. Aber es müsste einer mal rausbringen, den Gammel. Ich glaube, hier war alles rot irgendwie so, ne? M, rot. Weiß ich nicht, was das ist. Auf dem Tisch hier Y und W sind auch bestimmt so rote Sachen, ne? Ist denn hier unten wieder alles voll? Ach, da liegen auch welche. Die müssten beerdigt werden. Das heißt, wir gucken mal zu. A human caravan has arrived. Da, super. Finde ich ja toll, aber ich wollte jetzt keine human caravan eigentlich haben. Gut, Q. Ne, das war Tab und nicht Q. So, jetzt wieder Q. Gehen wir da mal gerade in unserem Dingens rein. Und dann gucken wir mal, was im Trader requested a Depot. Move goods to from Depot. Gucken wir doch mal gerade. Was können wir denn da hin tun? Ah ja, wie viel haben wir denn da reichlich, oder was? 11, 7, 8 und 6, okay, brauchen wir jetzt nicht. Pflanzen, nö, Seeds haben wir behalten, Drinks, 3 Pickaxe da haben wir, hier könnte man notfalls was verkaufen. Ammo brauchen wir selber, Anvils haben wir schon 2, Leather. Bins, ne. Sollen wir das machen? Ich glaube ja. Obwohl, das ist irgendwo weit weg, ne? Vielleicht macht sie einer. Obwohl, die Gefahr besteht natürlich, dass da was passiert dann, ne? Das ist Stoff, den behalten wir besser. Pinlux. Stone, Small, Cut, Gems. Komm, das können wir mal alles verkaufen. Large Cut Games haben wir einen. Gucken wir mal. Sand, Clay, Bodyware. Weiß ich nicht, ob ich da was verkaufen will. Eigentlich nicht. Tiere. Powders. Nö. Extracts. Crafts. Bone. Das können wir eigentlich alles gucken, dass wir das loswerden. Das ist alles aber schon im drin, ne? Aber das muss ich, glaube ich, trotzdem nochmal anwählen, damit das auch auswählbar ist, oder? Wäre schön, wenn wir das alles verkaufen könnten. Wäre schön, wenn unser Broker dann da auch hinkommt. Ne, den und den nicht. Das auch. Was da alles für komische Amulette bei sind und so, ne? Okay. Das ist alles gut. Auch Instrumente können auch weg. Tools, Wheelbarrows, Cages, Käfige, ne, brauchen wir selber. Barrels brauchen wir selber, Buckets behalten wir, Flash Water Skins haben wir bestimmt schon mal gekauft. Obwohl, wir sind denn hier so? Okay, behalten wir lieber. Qualme behalten wir. Fäden. Das behalten wir auch alles. Seile. Behalten wir. Holzkohle.
gucken, was dafür gibt. Gut, haben wir. Escape ist dann. So, kurz einmal durchgeguckt. Da ist noch Arbeit drin. Foyers Workshop und Craft Drafts Workshop. Ist da überhaupt was drin? Pearlhorn. Nee, da ist jetzt auch nichts. Können wir hier gerade bei Rock noch reingucken. Oh, ach so, bei Mechanics Workshop. Mir geht es gerade um die Traction Bench. Die wird hier auch gemacht, ne? Steht da ja auch, ne? Ist nur keiner da, der es macht. Okay. Hier tut sich wahrscheinlich nichts. Ja, da muss noch ausgehöhlt werden. Auftrag besteht schon. Aber wir müssten auch noch welche bauen, ne? War das ein großes N oder ein kleines? Burial, ein kleines N. Needs Coffin. Okay, haben wir nicht. Gut, dann nochmal dahin. Ach so, die sind schon umgezogen, ne? Da ist keiner mehr. Die waren hier unten, ne? Hier sind die, ne? Construct Wooden Door. Und da nix. Ach, drei sind sogar. Gut, dann kommen wir in den dritten noch rein. Add New Task. Was war das? Coffins. Da und Promote das Ganze und Repeat. Gut, dann sollten da erstmal welche wieder gemacht werden. Ja. Haben wir. Gehen wir mal nochmal auf F1. Kommen die Karawane ja schon irgendwo in der Nähe? Sehe ich nicht. Ist aber jetzt auch nicht so wild. Wir haben gar kein Holz mehr. Aber die Bäume sind dafür schon ausgewählt. Fehlt uns der Holzfäller, wa? Magma Mason, Ranger, Ranger, Animal Furnace, Bone, Fischer, Fishery Worker, Farmer, Farmer, Herbalist. Ach, das war ein Cook und kein Farmer. Plantascher, Woodburner, Hammerwurf. Und das sind alles Kämpfer. Gut, das heißt, uns fehlt irgendwie ein Woodcutter oder sowas. Gucken wir einen Dwarf Therapist mal gerade rein. Redwarfs. Warte, in der Zeit gehen wir hier. Na. Gehen wir hier mal gerade auf Pause. Aber ich glaube, wenn wir da drin sind, sind wir auf Pause. Aber sicher ist sicher, oder? So. Hatte ich Redwarfs schon gemacht? Ich glaube ja. Oh, das sieht natürlich auch nicht so gut hier aus mit der Happiness. Da sind drei ganz schön sauer. Miserable, miserable. Sind das Kinder oder? Nee, das sind keine Kinder, oder? Farmer und Shira, okay. Und der dritte ist im Grunde ein Hammerman, okay. Ja, Woodcutter fehlt uns, ne? Wer könnte diesen Job machen? Wenn nicht der Erste, wenn es nicht ein Kind ist. Ist ein Kind, geht also nicht. Zweite Person ist hier so ein Fischer. Das heißt, ab heute bist du ein Crossbowmaker. Vielleicht nicht, aber die Fischgeschichte kannst du hier knicken. Da haben wir noch andere für die erst machen können, ne? Gut, und Commit. Sollte jetzt funktioniert sein, haben. Wie hieß er? Tobul Asrissen. Dann gucken wir doch mal Tobul Asrissen an. Ob ich den finde, ist natürlich die nächste Frage. Das war ein Fishery Worker, das finden wir vielleicht schneller. Da ist er doch schon, ne? Und V für View. Ne, das war es nicht so richtig, ne? Sondern Z für Zoom, oder? Ne, C für Zoom ist es. Aha, auch interessant. Wo ist er jetzt? Da oben. F für Follow. Und dann lassen wir uns mal den anzeigen, was der macht. Ich hoffe, der holt gleich, ne, die Axt raus und dann geht's am Wald. Da unten steht irgendwas von nicht so dolle, oder?
gut, dann gehen wir mal da besser gerade gucken, was da Sache ist, ne? Das war da. Das ist nicht gut. Other? Das ist unter Other? Undead. C. Ist da oben. Machen wir da mal gerade ein Follow raus. Folgt er aber leider nicht. Okay. Müssen wir ein bisschen im Auge behalten. C und F. Ja, super. Dann haben wir jetzt wieder einen Angriff. Squad B K Enter. Und Escape. V. F. Aber der haut auch ab. Okay, wird wohl weg sein. Der ist erstmal auch schön, ne? Der Fischer ist erstmal ein Fisch wahrscheinlich. Jetzt geht er da hoch in die Küche, oder? Ja, aber hat sich da aus dem Fass was geholt. Keine Ahnung was. Können wir ja nachgucken, aber ist nicht spielentscheidend. Okay, wo macht er jetzt? Ist da in irgendeinem Zimmer gewesen? Ich hätte jetzt gerne gesehen, dass er sich eine Axt holt und anfängt, draußen Bäume zu fällen, ne? Wo geht der hin? Gute Frage, ne? Wo ist er? Ah, da ganz oben und fällt ein Baum. Was macht er aber jetzt gerade? Achso, der hat sich eine Karre geholt und holt jetzt den Baum da oben weg. Okay. Das ist prima, das ist schon mal gut. Darauf können wir arbeiten. Gut. Was macht er jetzt? Keine Ahnung, was das ist, aber das, was wir vorhatten, hat funktioniert. Gut. Ja, der wird dann auf kurz oder lang zum Dingens, ne, wie heißt es, zum, was macht dieses jetzt hier nur, das ist die Frage. Dem Geist können wir irgendwie nicht folgen, oder? Ne, der bleibt auch gerade an der Stelle stehen. Wie kriegen wir den Geist nur kaputt, das ist die Frage, ne? Schwierige Sachlage. Was wollte ich? Achso, ich wollte gerade gucken, was unsere Produktion an Coffins macht. Ach, die haben wir gar nicht promoted, sehe ich gerade, oder wie? So, jetzt sollte es passen, oder? Aber nächste Frage ist die Frage, T, ist da schon was drinne? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Ein Chist-Coffin ist auch schon dran, ne? Und eine Tür. Okay, das funktioniert ja sogar. Wenn wir einen haben, dann wollen wir aber auch ganz schnell einen in die Position bringen, ne? Build. Coffin needs Coffin. Wieso? Ich hab doch einen Coffin. Was soll der Blödsinn? Stand doch da eben ganz klar, oder? Okay, geht halt nicht. Da oben wird noch ausgegraben. Funktioniert auch. Alles prima.
Gut. Ah, Bildkoffin geht jetzt. Kommen wir aber erst die linke Reihe hoch, fertig. Okay. Vielleicht war der nur so gerade im letzten Moment fertig, wo ich das da angezeigt habe. Kann auch sein, ne? Ach so, wir haben ja noch Besuch hier, ne? Was macht der Besuch denn hier? You do not have a broker. Das habe ich natürlich gar nicht gesehen. Das ist natürlich auch gut. Dann machen wir ein B. Und dann Q. No Martians. Okay, dann hat sich das ja auch erübrigt. Gut, okay, dann sind wir wieder ein kleines bisschen weiter. Nicht richtig viel oder so, aber naja, das sind halt alle Schritte, die wir irgendwann machen müssen, ne? Das Lager hier unten füllt sich, dann räumen wir wenigstens schon mal auf. Dann müssen wir noch gucken, dass wir das alles in den Griff kriegen irgendwann. Aber das wird schon werden. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.